Boah, das ist richtig, richtig cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein bisschen spezieller, würde ich mal behaupten. Denn ich habe mir von Amazon, das kennen ja wahrscheinlich viele von euch, habe ich mir ein ganz besonderes Produkt bestellt. Nämlich eine Minecraft-Creeper-Lampe, die ausschaut wie in Minecraft der Creeper-Mob. Aber halt der Kopf und diese kann leuchten, indem man da drauf drückt. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Deswegen switchen wir gleich zum Real Life rüber. Und das ist auf jeden Fall mega, mega cool und ich bin mega gehypt. So Leute, hier sieht man gerade, hier bin ich gerade am Intro schneiden. Das ist richtig funny irgendwie. In DaVinci Resolve. Aber hier ist das gute Stück. Das war nämlich diese Creeper-Lampe, von dem gerade angesprochen. Hier vorne steht drauf einmal Max Creeper Sounds when turned on. Also wenn es angeschaltet wird, da kann man irgendwie oben drauf drücken und da kann man das anschalten. Hier unten sieht man das kleinere Bildchen, wie es dann aussehen soll eigentlich. Hier steht nochmal Creeper Light. Was steht da drunter? Lampe oder Light, Licht, wie auch immer. Dann hier dieser eigentliche Creeper, also der ist wirklich von hoher Qualität, wie man hier sieht. Dann geht es hier weiter. Hier sieht man unter anderem noch das Logo. Ich glaube, das ist offiziell, wie man auch hier sieht zum Beispiel, das ist von Peladon. Und hier ist diese Seite. Dann hier sieht man auf jeden Fall, ich sehe es auch gerade das erste Mal so richtig. Einmal off und einmal on, wie es aussieht oder wie es ausschauen soll. Dann hier so ein paar Hinweise. Nochmal von Peladon in the UK, also in England Design, Großbritannien. Dann hier so ein paar Hinweise. Nicht für Kinder geeignet, natürlich nicht, weil das ist halt mit Batterien und so. Aber ich glaube, diese sind nicht dabei, die Batterien. Und hier, oh, das ist lustig. Das ist echt cool. Hier ist nochmal Minecraft oder das Minecraft-Logo von Mojang direkt. Und hier sieht man dann halt Steve und Alex, wie die es auf einem Minecraft-Block laufen. Und das ist doch ziemlich cool. Oben drauf, ich kann es ja mal so umklappen. Jetzt habe ich es umgeklappt. Hier sieht man nochmal dasselbe Logo. Und das ist richtig, richtig cool. Da sieht man auch das Logo und natürlich diesen Minecraft-Block. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und wie findet ihr es auf jeden Fall? Das hier dann öffnet, hat man hier einmal so eine Art Anleitung, so eine Safety-Anleitung, die immer bei so Produkten dabei ist. Ist auf verschiedenen Sprachen. Auf was für Sprachen zum Beispiel? Ja, Englisch, Deutsch, wie auch immer, alles dabei. Und dann hier so ein bisschen so eine Schutzfolie, wo alles spiegelt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut eingepackt. So, da haben wir ihn auf jeden Fall hier mal rausgeholt, befreit schon fast aus dieser Folie. Das Ding war oben drauf, wie ich gerade schon gesagt und gezeigt. Hier spiegelt alles und der Creeper sieht so aus. Ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und das gefällt mir. Man kann einmal so draufdrücken, da leuchtet er gleich. Aber dazu komme ich gleich noch, wenn ich einen Cut mache. Von der Seite sieht er dann so aus. Halt diese normale Creeper-Textur überall. Hier oben auch. Halt wie ein Creeper in Minecraft. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wirklich die originale Textur ist. Aber es schaut mega, mega cool aus. Hier ist sogar das Schwarze in Minecraft, also das Schwarz und dann das Grüne mit dem verpixelten Look. Genauso wie in Minecraft. Wie findet ihr das? Schreibt es auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr da gerade zuschaut. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Oh, und übrigens, unten drunter ist halt so ein Batteriefach. Man sieht hier so das Ding, was man eindrücken kann praktisch. Und hier halt, wie gesagt, gerade schon das Batteriefach. Aber da mache ich gleich die Batterien rein. Und das sehen wir uns gleich wieder, auf jeden Fall an dem Punkt. Leute, also da habe ich jetzt die Batterien mal unten reingemacht. Das waren drei von diesen mittelgroßen. Ich glaube, Triple A heißen die. Und auf jeden Fall, wenn man jetzt drauf drückt, hört ganz genau zu, okay? Also ganz genau zuhören. Bumm. Oh, das ist richtig nice, das ist richtig lustig irgendwie. Mal gucken, wie das leuchtet hier. Also ich zeige es nochmal. So ist hier relativ dunkel in dem Spot, wo ich gerade bin. Und dann hier einfach. Das ist richtig nice. Nochmal zur Vorschau bei hellem Licht, also vor meinem PC hier mit dem Cutting. Boah, das ist richtig, richtig cool. Also man kann sich vorstellen, man liegt dann so im Bett und da kommt einfach. Das macht richtig Spaß, das zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Energie das bitte sofort von Batterien her, wie schnell die leer gehen. Aber ich glaube, da update ich euch nochmal in den Kommentaren und schreibt auf jeden Fall, wie ihr das findet. Hier sind wir auf jeden Fall zurück in Minecraft wieder angekommen.
diese Lampe ist wirklich, wirklich cool, wie man gerade gesehen hat. Die ist von Peladone. Ist doch mal ein Shoutout daran, weil die scheinen echt ganz gute Sachen zu machen. Beziehungsweise von der Lampe her, die ist ziemlich cool. Also da geht schon mal Shoutouts raus. Und die haben auch anscheinend noch mehrere Sachen und so weiter. Aber es ist richtig, richtig cool geworden, kann man sagen. Richtig nice. Und besonders dieser Creeper-Sound am Ende, der ist wirklich von Minecraft. Und da bekommt man tatsächlich Flashbacks teilweise an Minecraft-Seiten und Minecraft-Sachen. Wie man halt einfach sein Minecraft-Haus baut und dann im Hintergrund ein Creeper ankommt und nur und dann bumm. Und dann ist man selber tot und das halbe Haus ist weg. Ich meine natürlich so ein Klassiker, wie man kennt. Oder wie man es kennt, eher gesagt. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gehypt auf diese Lampe und wie sie jetzt in Einsatz kommt bei mir. Ich denke, ich werde sie an den Nachttisch stellen, bei mir ganz klassisch. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier in dieser Bambuswelt, beziehungsweise hier in dem Bambus, im Bambusbiom. Und es ist auf jeden Fall mega, mega nice. Ich habe übrigens, was ich jetzt nochmal sagen wollte, 3 verschiedene Thumbnails auf das Video gemacht. Einmal das hier. Das ist das erste. Dann habe ich noch ein zweites und ein drittes. Ich habe diese 3 Thumbnails jetzt mal gemacht, da es ja ein AB-Testing gibt. Und da wollte ich einfach mal ausprobieren, was bei euch angezeigt wird. Also schreibt mir das unbedingt auch mal in die Kommentare. AB-Testing bedeutet einfach, dass man da 2 bis 3 oder teilweise noch mehr verschiedene Sachen hochladen kann. Und diese werden dann getestet, bei wie vielen Leuten das angezeigt wird und so weiter, was dann das Beste theoretisch wäre. Und das hat YouTube jetzt auch. Deswegen wollte ich es unbedingt mal ausprobieren, da das ja auch bei anderen Sachen auch ziemlich wichtig ist. Und da bin ich auf jeden Fall mega gehypt und mal gucken, wie das Feature ist auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird mega, mega cool. Da ist auch so, da man da 3 verschiedene Sachen hat, zum Beispiel auch 3 verschiedene Sachen machen kann, eher gesagt. Einmal mit einem Gesicht als Thumbnail, einmal ein Minecraft-Thumbnail und einmal nur das eigentliche Logo oder halt in dem Fall vielleicht den Creeper-Kopf in der Mitte. Ich habe jetzt auf jeden Fall 3 Versionen gemacht, die sieht man jetzt, oder die hat man jetzt auch schon gesehen. Und ich bin mal gespannt, wie das sich so in Zukunft entwickeln wird. Ich weiß nicht, ob es KI jetzt gemacht wird oder so, aber auf jeden Fall das dann sowas. Und das wollte ich jetzt einfach mal am Ende des Videos sagen. Die Lampe ist mega, mega cool. Wenn ihr auch Minecraft-Merch im Allgemeinen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man zieht sich im nächsten Video, im langen Video sogar. Ich bin jetzt mega gehypt auf kurze und lange Videos, muss ich sagen. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Nochmal zur Vorschau bei hellem Licht, also vor meinem PC hier mit dem Cutting. Boah, das ist richtig, richtig cool. Also man kann sich vorstellen, man liegt dann so im Bett und da kommt einfach... Das ist richtig, das macht richtig Spaß, das zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Energie das, bitte von Batterien her, wie schnell die leer gehen. Aber ich glaube, da update ich euch nochmal in den Kommentaren und schreibt auf jeden Fall, wie ihr das findet.